Hi ihr Lieben, heute sprechen wir nicht direkt über eine Waffe, indirekt, aber wir sprechen darüber, wie man am bequemsten eine Waffe verdeckt tragen kann. Um das zu tun, braucht man vor allem eine wichtige Sache und das ist ein gescheiter Gürtel. Heute stelle ich euch vor den NexBelt EDC Belt. Dann gucken wir mal ganz genau rein, wie der funktioniert und warum ich ihn trage. Los geht's! Hey Friends, I made a video in English. Check it out! So, zur Erklärung, der NexBelt, EDC Belt, ist aus Nylon gemacht. Er hat eine Titanium-Schnalle. Die ist sehr robust. Man kann an der Schnalle selber den Gürtel aufmachen. Man kann auch den Gürtel zusammenschieben. Und innen drin in der Innenseite, in dem sehr starken und widerstandsfähigen Material, hatte ein System eingebaut, in dem man stufenweise quasi den ganzen Gürtel enger schnallen kann. Um ihn aufzumachen, reicht es dann mit dem kleinen Hebel zu drücken, aufzuziehen. Das geht ganz leicht und ganz einfach. Warum ist das so wichtig, wenn man eine Waffe trägt? Man muss sich hinsetzen im Auto und der Gürtel ist zu fest dran. Dann kann es schon sein, dass der einen reindrückt. Also löst man ihn kurz, macht es ein bisschen lockerer, setzt sich dann rein und alles ist gut. Die Firma NexBelt bezahlt mich nicht dafür. Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren schon diesen Gürtel gekauft und ich trage ihn jetzt, ich glaube, 2 Jahre oder mehr, vielleicht sogar mehr. Und kann sagen, der Gürtel ist saubequem und der kollabiert nicht einfach. Das Problem ist ja, wenn man etwas einhängt, an seinem Holster zum Beispiel, dann ist ja da immer Gewicht auf dem Gürtel. Das drückt den Gürtel runter. Also muss der Gürtel echt stark sein, damit das hier sich nicht bewegen kann. NexBelt schafft das ohne Probleme. Und jetzt zeige ich auch gleich, wie mein Setup da ist. Natürlich mit meiner Waffe, die ich schon hier auf dem Channel vorgestellt habe. Die Walther PDW, die ist natürlich entladen und sicher. Auch die Magazine sind alle leer, denn auch die werde ich euch hier mit dem anderen Holster, mit diesem Holster von Gear Maniacs gleich zeigen und vorstellen, wie ich das Ganze trage. Auch dazu hat es das Video in der Infobox. All die Produkte hier, die ihr seht, habe ich glaube ich schon gefilmt und dazu findet ihr auf jeden Fall die Links unten oder auf dem Channel, schaut mal rein. Oder ich packe sie in die Infobox und dann werdet ihr die schon anschauen können. So, dann gehen wir mal runter in der Etage und gucken uns mal an, wie das ausschaut, wenn ich all das hier am Gürtel habe. Los geht's. Shoutout an Vienna Arsenal und an Brabus 06 und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für sie und ihn. So, wie ihr seht, ich trage ein Hemd. Es trägt natürlich ein bisschen auf, das ist aber auch gewollt, damit ich halt eben das, was da drunter ist, verstecken kann. Was man hier vielleicht rausziehen kann, das ist hier. Auch das habe ich zum Beispiel am Gürtel gerade dran, das probiere ich gerade aus. Das ist ein kleines, lustiges Messer hier von Gerber. Fand ich aber cool, weil das hier mit diesem Holster dazu kommt. Und auch das ist hier schon in den Gürtel reingemacht. Passt auch gerade richtig. So, und hier seht ihr, das trage ich komplett darunter. Und hier wackelt nichts, außer vielleicht mein Bauch. Aber hier seht ihr, dass ich das immer noch ein bisschen fester machen kann, mit Hilfe der Schnalle. Und ganz leicht auch wieder lösen kann. So, jetzt habe ich hier richtig gut Spiel. Und wenn ich das festziehe, ja, dann geht da nichts mehr. Was ich noch zusätzlich trage, was ich euch ja auch noch verlinken werde, ist dieses Hemd von Moya Tactical. Das habe ich ja auch schon vorgestellt. Das ist auch so ein EDC T-Shirt, das ein bisschen die Konturen bricht. Natürlich dann hier mit einem Hemd drüber oder mit der Jacke. Da sieht man hier gar nichts mehr. Und dann kann man ganz schnell an seine Waffe drankommen.
hier, ohne dass es einem verrutscht, laufen, sofort an die Waffe rankommen. Ihr seht ja, es lässt sich super tragen hier, ohne dass ich jetzt irgendwie Probleme habe, dass es mir runterrutscht. Das ist eben einer der Vorzüge an diesem Next Build. Was ich eben mache, ist die Schnalle hier rüber zu tun, an die Seite. Somit kann ich dann auch immer beim Einsteigen ins Auto, ohne dass jemand meine Waffe sehen muss, das kurz ein bisschen locker machen, mich reinhocken. Und dann, wenn ich aussteige, muss ich nicht hier irgendwie das Ding, ich muss einfach nur hier vorne dagegen drücken. Zack. Bisschen Spannung aufbauen. Und dadurch, dass der Gürtel so fest ist, drückt es das direkt einfach wieder rein. Ja, wie ihr sehen könnt, Next Build Gun Belts machen wirklich tolle Gürtel. Es gibt schon viele auf dem Markt und auch Next Build hat mehrere verschiedene Arten. Ich habe euch jetzt nur diesen einen gezeigt. Es gibt verschiedene Stoffe, auch Leder. Aber schaut einfach mal rein bei Next Build Gun Belt. Auch der Link ist unten. Wie gesagt, ich werde nicht gezahlt von denen. Vielleicht bekomme ich ja nochmal einen neuen Gürtel, ich weiß es nicht. Aber ich kann nur sagen, das Produkt war es wert. Ich trage es sehr gerne und ich kann es lediglich nur weiterempfehlen. Was ihr daraus macht, ist euch überlassen. Wenn ihr uns weiterhin supporten wollt, vergesst nicht techmerch.com, techbeard.com. Wir haben alles Mögliche an Merchandise für den taktischen Gebrauch und auch Bartbürsten und Bartkämme. Bis zum nächsten Mal bei GunnyTV.